Ho, ho, ho! Hallihallo, Hallöchen! Der zweite Weihnachtsartikel für dieses Jahr. Herzlich willkommen in unserem Videodeal mitten im unserem Kanal bei Ramba Zamba. Schön, dass ihr da seid. Wir haben den zweiten Versandhausartikel vom Luxusversandhaus, das jeder kennt. Gibt es die ersten Weihnachtsartikel aus dem Sack, aus dem Weihnachtssack. Und zwar haben wir heute viermal XXL 3D Leuchtbilder. Ich mach mal eins raus, dass man mal sieht. Haben beim Versandhaus, und das fand ich preiswert, 12,95 Euro gekostet. Das fand ich jetzt gar nicht für dieses Versandhaus, vorausgesetzt, so teuer. Und zwar, Strom ist dabei, Kabel ist, glaube ich, 2 Meter, 1,50, 2 Meter. Ich stecke das jetzt mal hier rein. Ich mache auch mal das Licht aus, damit man mal sieht, wie schön das Teil leuchtet. Guck mal hier, hier hinten machen wir auch noch Licht aus. Ist noch zu hell oder kann man sehen? Nee, kann man sehen. Guck mal, was das für schöne 3D-Folienoptik ist. Die Teile sind ungefähr 40 bis 50 Zentimeter. Schön, oder? Kann man hinhängen, kann man hinstellen. Man kann, wenn man den Stecker schützt, das Ganze für draußen nehmen. Hier ist nochmal so ein Sicherungsteil dran. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich finde es richtig schön. Ja? Einmal, ja, sollen wir gleich mal das Licht auslassen? Machen wir im Dunkeln heute, kann man mich überhaupt sehen? Okay, also wir machen im Dunkeln heute. Müller lacht immer nur und nickt. Dann haben wir mal den zweiten Artikel. Den schmeiße ich hier mal her. Jetzt stecken wir den zweiten hier in die Steckdose. Mal gucken, was dann passiert. Fliegt wahrscheinlich gleich alles in die Luft. Nee. So, was haben wir hier? Ich sehe das Löschlein nicht. Kannst du mal sehen? Ja, hier, zack. Guck mal, den zweiten. Schau mal. Ist der nicht schön? Richtig schön. Ja, das ist das zweite Teil. Dann haben wir noch ein drittes Teil. Das mache ich auch noch an. Wir haben natürlich vier, ne? Wir haben vier verschiedene und die Teile, wie gesagt, man kann sie innen und außen nehmen. Wichtig ist immer, man muss den Stecker schützen. LED ist eh Niedrigvolt, also von daher kann eh nicht viel passieren. So, was haben wir hier? Strom auch nicht, wird so gut wie nichts verbraucht. Ich kann im Dunkeln hier, so, hätte ich das mit Brille gemacht, wäre das nicht passiert. Schau mal, die Schneemänner, ja, Schneemannpärchen in dieser 3D-Folie, richtig schön verarbeitet. Hier kann man es auch nochmal sehen, mit den LEDs, ja, man kann es wie gesagt aufhängen, hier ist ein Aufhänger. Kann man richtig schön aufhängen. Ja, das sind die drei Motive, ja, die wir hier haben. Und wir haben jetzt noch ein viertes Motiv. Das lasse ich jetzt einfach hier mal so. Ich schmeiße das jetzt einfach hier mal so her. Und dann haben wir noch einen Weihnachtsbaum. Ja? Guck mal, wie schön die leuchten. Sieht die schön aus? Richtig schöne, warme Atmosphäre. Ja? Und wie gesagt, so langsam muss ja irgendwie mal das Weihnachtsgefühl aufkommen. Und jetzt werde ich hier nochmal einen einstecken. Guck mal, der ist jetzt so mit grün und der goldenen Spitze dran. Ist das nicht schön, wenn man das irgendwo schön dekoriert und hinstellt? Guck doch mal. Macht das nicht eine schöne Atmosphäre? Ich finde es richtig schön. Jetzt gucken wir auch gleich mal, wie lang, jetzt machen wir mal das Licht an, dieses Kabel ist. Das gucken wir nämlich, weil ich glaube, das wollen viele wissen. Lang ist das? 1,50 Meter. Mindestens 1,50 Meter, ne? Mindestens. Wahrscheinlich länger. Ja, 1,50, 1,70 ungefähr, ja? Also richtig schön. Ich mache es jetzt nochmal hier rein, dass man nochmal sieht. Und da kann man das Teil nämlich richtig schön, guck mal, ist das nicht schön? 50, 60 Zentimeter. Jetzt brauchen wir noch einen Preis, ne? Versandhaus 12,95. Das heißt, wir haben rund 50 Euro. Ja, sind ein paar mehr. Was sollen wir für einen Preis machen? Wir wollen ja günstig machen. Wir wollen es euch Freihaus schicken. Nee, Freihaus schicken geht nicht, ne? Versand machen wir dazu, oder sollen wir Freihaus schicken? Ich weiß nicht. Was machen wir nur, was machen wir nur? Ne, wir machen unfrei, dafür machen wir richtig billig. Was machen wir für einen Preis? Hälfte machen wir ja normalerweise, das wären 25. Komm, wir machen nicht rum. 18,18 Euro plus Versand. Wunderschön, zeig mir schon wieder einen Vogel. 18,18. Vorhin hatten wir 22,22 gesagt. Ich weiß, ich mache wieder billiger, ist doch egal. 22,22 und zwar... Nein, nee, 18,18, genau, 18,18 Euro, ja, 18,18, bin ich schon völlig verwirrt. Ich habe selber gesagt, 18,18 für alle vier zusammen, plus Versand, okay? Oben und hinten vorne klicken, was haben wir, 100 Deals? Ja, kriegen wir hin, na, ho, ho, ho und tschüss!